meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich natürlich, dass es so viele sind. Ich muss doch noch mal anknüpfen an die Sarah, wegen der Umfrageergebnisse, die die FDP zurzeit einführt. Also mit den 8%, die wollten ja, waren ja schon fast im Höhenrausch. Kolleginnen und Kollegen, das hat was mit der Schweiz zu tun. Die können sich zurzeit an Umfrageergebnissen an Umfragen nicht mehr beteiligen, die Wähler der FDP, weil sie alle mit dem Schreiben von Selbstanzeigen kämpfen. Haben natürlich dann immer so viel Zeit, sich an Umfragen zu beteiligen. Und das Zweite ist, sie haben offensichtlich Steuergeschenke an Leute verteilt, die es gar nicht wollten. Also die Hoteliers regen sich jetzt darüber auf, dass der Bürokratismus, den die FDP ja immer abbauen will, gestiegen ist. Durch die Tatsache, dass das Frühstück anders abgerechnet werden muss, als für die Hotelübernachtung. Also die Bürokratieabbaupartei, FDP, führt dazu, dass die Bürokratie gesteigert wird und ihr eigenes Klientel unruhig wird. Und Sarah hat es angesprochen. Warum es dadurch mehr Wachstum geben soll, dass man die Steuern für die senkt, die Hotels betreiben. Das versteht ja kein Mensch. Übernachtet deshalb von euch einer öfter in Hilton. Ja, oder sonst wo. Es hat mit dem gar nichts zu tun. Es geht darum, dass man ein Steuergeschenk verteilt hat für eine Klientel, das man vorher besprochen hat. Und im Übrigen, für das man vorher auch kräftig Spenden kassiert hat, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Punkt für das, was die FDP da macht. Und das wird nicht gelohnt. Meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, eine zweite Vorbemerkung, die muss ich machen, das hängt jetzt ein bisschen mit uns zusammen. Die Linke ist immer stärker geworden und vor jedem größeren Ereignis und vor jeder Veränderung, die wir hatten, sind wir nach unten geschoben worden. Das war so vor jeder Wahl, das war so vor jedem Parteitag. Man hat immer unser Führungspersonal angegriffen. Da war der Oskar natürlich immer die Zielscheibe. Genossinnen und Genossen, und weil ich weiß, dass am Oskar viel hängt, was mit unserer Partei, mit Aufstieg zu tun hat, dass der maßgeblich beteiligt war an dem, dass die Linke so stark geworden ist, wie sie heute ist, und für das, dass er so viel Grüne einstecken musste, von allen. Ich bedauere sehr, zum Teil auch aus dem eigenen Laden. Es war nicht immer fröhlich. Für das möchte ich mich ausdrücklich bedanken, dass er unseren Laden mit zu dem gemacht hat, was er ist, liebe Genossen. Ihr wisst ja, seit 14 Tagen bin ich sozusagen Kandidat. Und jetzt ist es, so schnell habe ich das gar nicht erwartet, bin ich das, der die Prügel abkriegt. Und ich sage ihm, ich habe momentan den Eindruck, wenn ich übers Wasser gehen könnte wie Jesus, würde die Presse nicht schreiben, ein Wunder, die würde schreiben, der kann nicht schwimmen. Und deshalb, liebe Genossen, Genossen, die Linke ist nicht klein geworden, auch trotz dieser Vorgänge, sie ist vor jedem größeren Ereignis nach unten geschrieben worden und sie ist gewachsen, und bei jeder Wahl werden wir stärker, Genossinnen und Genossen. Und es liegt an uns selber, was wir tun, wie wir uns verhalten, auch öffentlich, wie es mit uns weitergeht. Die Gegner kriegen uns nicht klein, wenn, dann kriegen wir das nur selber hin. Und das müssen wir verhindern. Und deshalb sage ich, wir stehen vor einer Wahl, und zwar in Nordrhein-Westfalen. Und da können wir der Politik, die gegenwärtig versucht, die Krise abzuladen auf die ganz normalen Menschen, eine richtige, schöne Watschen verpassen. Und dazu müssen wir alle zusammenhelfen, die Partei gemeinsam, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist unser Job, liebe Genossen. In der Region, aus der ich komme, ist Siemens. Und hier in Bayern, einer der größten Konzerne. Bei Siemens in Bad Neustadt sollen über 800 Menschen ihren Job verlieren, in Erlangen sind es über 300. Und jetzt müssen wir uns schon einmal fragen, warum ist das eigentlich so? Haben die schlecht gearbeitet bei Siemens in Neustadt? Nein. Waren die faul? Haben die zu viele Feiertage gehabt oder haben sie am Samstag oder am Sonntag, wenn es darauf ankommt, nicht auch gearbeitet? Haben die nicht sogar akzeptiert, dass es Leiharbeit gibt in diesem Unternehmen? Und wir wissen, was Leiharbeit bedeutet.
Trotzdem, liebe Genossinnen und Genossen, sollte dort Ihr Job verlieren. Warum? Was ist der Hintergrund? Siemens hat im letzten Quartal 1,3 Milliarden Gewinn abgeliefert. Und trotzdem fliegen die Leute raus. Was ist die Ursache? Liebe Genossinnen und Genossen, die Ursache ist ganz einfach. Die Ursache ist, dass wir bei uns nur ein Ziel noch kennen in der Wirtschaft, und zwar die meisten. Und das ist ein noch höherer Profit. Und es ist nicht Ursache, dass die Menschen dort irgendetwas falsch gemacht haben. Die Ursache für die Entlassungen bei Siemens und anderswo liegt zurzeit in der Tatsache, dass die Rendite nicht mehr 20, nicht mehr 15, nicht mehr 20, sondern noch höher steigen soll und die Menschen diesem Ziel, diesem Interesse von ganz wenigen in diesem Land geopfert werden sollen. Liebe Genossen. Und dann sage ich, dort Siemens ja eine ganz besondere Tradition. Und ich sage das deshalb, weil Siemens mit der Politik ja was zu tun hatte. War es nicht so, dass der Pierer der Berater der Frau Merkel war? Und jetzt ist bekannt geworden, dass ausgerechnet unter Pierers Zeiten der Konzern sich besonders deshalb in der Öffentlichkeit gezeigt hat, dass er die halbe Welt bestochen hat, liebe Genossen. Dann hat es auch noch nicht ausgereicht. Dann haben die einen eigenen Betriebsrat, einen illegalen Betriebsrat gegründet und das Unternehmen finanziert und die Leute geschmiert, bis sie geglänzt haben. Das reicht immer noch nicht, Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt versuchen sie, die Profite zu erhöhen, indem sie die Leute rausschmeißen, obwohl sie nicht mal Kurzarbeit ausnützen, die wir in diesem Lande Gott sei Dank haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und da sage ich, das ist ein politischer Skandal. Dieses Unternehmen ist am Rande der Verfassung und deshalb müssen wir eingreifen. Hochinteressant. Wer es nicht weiß, was das ist, ich sage es euch gleich. Das ist die bayerische Verfassung. Denn liebe Genossinnen und Genossen, wir werden ja in Bayern gewacht. Wahrscheinlich sitzt hier auch einer drin, der sein Schlafgut ist. Aber Genossinnen und Genossen, jetzt wollen wir mal gucken, was die bayerische Verfassung zu so einem Vorgang Siemens sagt. Die Bayerische Verfassung sagt im Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Das sagt die Bayerische Verfassung. Das ist das Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeit. Da steht nichts drin, dass er wegen einer höheren Rendite einen halben Laden nach Tschechien verlagert oder wegen einer höheren Rendite die Leute rausschmeißt oder wegen einer höheren Rendite Kurzarbeit nicht gewährt, sondern entlässt. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt sagen wir, was hat er denn gesagt, der Seehofer, der neue Herz-Jesus-Sozialist? Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, er tritt dafür ein, dass die sozial verträglich gekündigt werden. Wir wollen keine sozial verträglichen Kündigungen. Wir wollen, dass sich diese Landesregierung einsetzt, dass jeder Arbeitsplatz erhalten wird bei Siemens. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist langsam ein grundsätzliches Problem, weil wir uns überlegen müssen, für was Wirtschaft eigentlich gut ist. Und auch da hat die Bayerische Verfassung einen schönen Hinweis, nämlich im Artikel 157. Den möchte ich euch dann noch einmal zur Kenntnis geben. Da heißt nämlich, was ist der Sinn von Kapitalbildung? Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft. Das heißt, Kapitalbildung hat nicht den Sinn, sich permanent selbst zu vermehren, sondern soll dem Ziel dienen, dass es allen Menschen in einer Gesellschaft gut geht. Und wir haben momentan die Situation, dass eine kleine Minderheit in diesem Lande der Mehrheit der Bürger so auf der Nase rumtanzt und sie aussaugt und gleichzeitig ihnen noch Dekadenz vorwirft, während auf der anderen Etage gesoffen und gelebt wird in Saus und Braus, liebe Genossen. Ja. Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen. Ich komme noch gut an diesen Satz erinnern. Der kommt aus den 70er Jahren.
Mit dem wurden immer die Metaller gebremst, wenn sie Gewinne fordern. Die Betriebsräte. So, und jetzt gucken wir an, was in der letzten Zeit passiert ist. Die Gewinne, die waren ja wohl vorhanden. Aber die Gewinne wurden nicht mehr real investiert, sondern die Gewinne landeten in der Finanzwirtschaft, in der Spekulation. Liebe Genossinnen und Genossen, und wisst ihr, was da das Problem ist? Wenn das Problem in der Finanzwirtschaft landet, dass erarbeitete Vermögen nicht mehr real investiert wird, sondern gezockt wird, dann wird eine ökonomische Grundregel verletzt. Die VNKN-Regel. Na, wo sind denn die schlauen Volkswirte? Kennt ihr die nicht? Die VNKN-Regel? Wisst ihr, was das heißt? Von nichts kommt nichts, liebe Genossen. Von nichts kommt nichts. Und wenn das Geld in den Finanzmarkt landet und wenn das Geld verspekuliert wird, dann heißt es, man tut so, als würde das Geld arbeiten. Das tut's Geld aber nicht. VNKN, von nichts kommt nichts. Das bedeutet, wenn das Geld nicht wieder real investiert wird in die Wirtschaft, in das, was die Menschen tatsächlich brauchen, dann wird das, was Menschen erarbeiten, letztendlich dem Wirtschaftskreislauf faktisch entzogen und verzockt. Und das, was wir jetzt erleben, ist die größte Krise der letzten 100 Jahre. Liebe Genossinnen und Genossen, und deshalb haben wir als Linke Vorschläge, die dieses Problem grundsätzlich angehen. Wir sagen nämlich, lass uns Linke fragen, wenn wir das Tisch haben. Wir müssen das Problem grundsätzlich angehen, nämlich der Frage stellen, wie wollen wir denn das verhindern? Das Geld ist ja wohl im Bankensektor gelandet. Und jetzt haben wir die Banken geschützt, Sarah hat schön dargestellt. Und was machen die Banken denn jetzt? Sie kriegen billigstes Geld von den Zentralbanken und verlangen, wenn wir unser Konto überziehen, teilweise 11 und 2, 12, 13 und 14% Zinsen, liebe Genossinnen und Genossen. Wisst ihr, was das ist? Es ist staatlich legitimierter Wucher, was da betrieben wird. Die vorher erwirtschaftet wurden. Ja, wie sind denn die entstanden, liebe Genossinnen und Genossen? Sie sind entstanden, weil wir in der Bundesrepublik unser Lohnniveau abgekoppelt haben von dem Rest der Welt. Ja. Von 2000 bis 2008 sind in der Bundesrepublik die Reallöhne um 0,8% gesunken und immer gestiegen. Wir hatten einen sogenannten Wirtschaftsaufschwung. Ja, wer hat denn da profitiert? Die Reallöhne sind in diesem Aufschwung gesunken. Die Renten sind in diesem Aufschwung gesunken. Die Transferleistungen sind in diesem Aufschwung real gesunken. Das bedeutet, es hat nur noch eine Gruppe profitiert. Die Gruppe, die ihr Geld aus Vermögen bezieht, aus Aktienbesitz bezieht. Die haben noch profitiert. Liebe Genossinnen und Genossen, eine Gesellschaft, die sich so spaltet, dass der größte Teil arbeitet und der letzte Teil das Geld abkassiert, die kann nicht funktionieren. Das muss grundsätzlich geändert werden. Frage ich mich natürlich, was hat sie denn gemacht, unsere Mutti der Nation, die Frau Merkel? Was hat sich denn geändert seit der Bankenkrise? Welche Vorschläge sind denn umgesetzt worden, um diese Spekulation zu verhindern? Was ist getan worden, dass das Geld wieder in den realen Wirtschaftskreislauf kommt und nicht in der Finanzwirtschaft landet? Habt ihr was gemerkt, was sich verändert hat? Dieselben Produkte sind auf dem Markt, dieselben Zocker sind unterwegs und die Boni sprudeln wieder. Das ist die Realität. Frau Merkel verschläft die Realität und ruiniert damit unser Land. Das ist die Realität. So, und dann war vor kurzem in der Süddeutschen ein sehr interessanter Artikel. Da schreibt, da wird ein Herr Otto Steinmetz interviewt. Der Otto Steinmetz war bei der Deutschen Bank und dann bei der Dresdner Bank zuständig für sozusagen das Risikomanagement, für Risikokontrolle. Und er wird gefragt, wo denn aus seiner Sicht die Ursachen für diese Finanzkrise waren. Und er antwortet darauf, also die Frage ist, war der Druck, wirklich viel Geld zu machen, wirklich so groß? Dann antwortet er darauf, diese Renditen sind ja nicht erfunden worden, sondern wurden verlangt von den großen Investoren. Das Grundproblem ist, dass in der Welt seit 10 Jahren immer weniger nachhaltig gewirtschaftet wird. Heute geht es nur noch um Shareholder Value, den Mehrwert der Aktionäre. Da hat sich gewaltig etwas verschoben, auch weil die Politiker Fehler gemacht haben.
Das ist der Punkt, liebe Genossen. Man hätte eingreifen können. Man hätte auch was verändern können. Und die Bundesrepublik Deutschland, diese Regierung, ist jede Konsequenz aus dieser Finanzkrise bisher schuldig. Sondern jetzt passiert was anderes. Jetzt sollen ganz normale Bürger zahlen, es wurde unter Rentner geschüttet. Und die Rentner komme ich gleich. Zahlen sollen jetzt alle. Denn letztendlich ist es der Steuerzahler, der einschreiten muss, der eingreifen muss, um dieses ganze System am Laufen zu halten hat. Liebe Genossinnen und Genossen, was ist deshalb eine Konsequenz? Wir müssen die Banken in diesem Land, wir müssen die Kreditwirtschaft in diesem Land an die Kette nehmen. Jörges schreibt im Stern. Er schreibt sinngemäß. Jörges schreibt im Stern sinngemäß. Diese Banken legen die Wirtschaft trocken. Und er sagt dann, wann legt diese Gesellschaft die Banken trocken? Und wenn wir der Auffassung sind, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir sagen, ja, eine Lösung muss sein, dass wir die Banken unter gesellschaftliche Kontrolle kriegen, und zwar das gesamte Kreditwesen, dann hat es nicht den Sinn, dass wir alles verstaatlichen wollen und glauben, wir müssen eine Verstaatlichungsorgie machen, sondern hat es den Sinn, dass wir wissen, dass die Banken ihrer Aufgabe nicht mehr wahrkommen. Die wollen aus Geld Geld machen und wollen nicht das Geld in die reale Wirtschaft stecken. Da muss man sie kontrollieren, da muss man sie dazu zwingen. Da muss man gucken, dass die Kredite in den Mittelstand gehen, weil dort entstehen Arbeitskräfte und nicht an der Börse, liebe Genossen. Und damit keiner meint, dass wir wieder einen Grund für den bayerischen Verfassungsschutz, was ich jetzt gesagt habe, möchte ich auch darüber die bayerische Verfassung zitieren. Dort heißt es nämlich im Artikel 160, für die Allgemeinheit lebenswichtige Produktionsmittel, Großbanken und Versicherungsunternehmen können in Gemeineigentum überführt werden, wenn die Rücksicht auf die Gesamtheit ist erfordert. Liebe Genossinnen und Genossen, es erfordert die Rücksicht auf die Gesamtheit, denn das Casino zu schließen und das Geld in die Realwirtschaft zu geben und aufzuhören mit dem, dass einige absaugen wie die Vampire und andere das Geld bringen müssen, liebe Genossen. Und wir bleiben noch ein bisschen bei der Vermögensverteilung. Ich habe mal eine ganz einfache Rechnung gemacht. Wie es bei uns aussieht in unserem Land. Schauen wir uns mal die Frau Schäffler an. Es ist die mit dem Pelz. Ja. Und mit dem roten Schal. Die Frau Schäffler wird geschätzt oder wurde geschätzt 2002 auf 5,25 Milliarden, die sie mit ihrem Sohn, wie heißt er, Georg, erarbeitet hat. Ja. Das ist ihr Vermögen. Und Arbeit hat sich gelohnt. Genau. 5,5. Jetzt habe ich mir mal ausgerechnet, wenn man sagt, okay, ein einigermaßen gut verdienender Mensch, der hat 50.000 Euro im Jahr. Wie alt muss die eigentlich schon sein, dass sie dieses Vermögen erarbeitet hat? Ich bin auf 105.000 Jahre gekommen. Absolut versagt.
Denn wenn es nach Profit geht, heißt es, ist es rentabel, die Arbeitsplätze zu verlagern. Wenn es nach Profit geht, ist es rentabel und sinnvoll, dass da Kurzarbeit entlassen wird. Wenn es nach Profit geht, ist es auch sinnvoll, Leiharbeiter zu beschäftigen, statt normale Beschäftigte. Und wenn es nach Profit geht, ist es auch sinnvoll, dass man die Leute für 5 oder 6 Euro in der Stunde beschäftigt. Dann macht es alles Sinn, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn aber das nach Profit geht, haben wir auf der einen Seite diesen unermesslichen Reichtum und auf der anderen Seite die Zunahme von Kinderarbeit, die Zunahme von Armut im Alter und die Zunahme von Menschen, die ihren Job verlieren, weil man sie nicht mehr einstellt. Und das muss grundsätzlich geändert werden, Kollegen. Ja. Nicht nur so verdient. Wie ändern wir das? Wie kriegen wir einen Zugriff auf das, was in den Unternehmen passiert? Offensichtlich richtet sich dieses Gewinnstreben immer gegen uns. Eine kleine Minderheit bestimmt über den Rest. Man könnte an jedes Betriebstor schreiben, hier endet der demokratische Sektor der Bundesrepublik. Weil es dort nach anderen Gesichtspunkten abläuft. Und ich sage, wir haben Vorschläge gemacht. Wir müssen die Belegschaften beteiligen an dem Vermögen, das sie in den Betrieben erarbeitet haben. Die Belegschaften müssen beteiligen. Und da gibt es einige Vorschläge, die ich nochmal aufgreifen würde, bei der Firma Schaeffler. Wir haben gesagt, und ich komme mich gut erinnern, als die Firma Schaeffler, die Familie Schaeffler gesagt hat, sie möchte doch bitte schön ein paar Milliardchen vom Staat, weil sie ihr Unternehmen verzockt haben mit der Übernahme von Conti. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn die Frau Schaeffler Geld will mit ihrem Pelzmantel, dann muss sie genauso ihr Vermögen offenlegen, wie jeder Hartz-IV-Empfänger. Liebe Genossen, sonst gibt's noch was. Und dann haben wir gesagt, wer ist eigentlich schuld an der Misere? Schuld war die Erwartung einer hohen Profitrate. Drum haben die Firma Schaeffler Conti gekauft. Dann haben die Banken das finanziert. Warum? Weil sie natürlich gedacht haben, aha, mit den großen Zinsen, mit den hohen Zinsen, die wir kassieren, machen wir eine hohe Profitrate. Die haben das Unternehmen verzockt. Jetzt sollen es die Beschäftigten ausbaden. Da haben wir gesagt, wenn es das Unternehmen Geld bekommt, dann darf dieses Geld eben nicht die Unternehmensleitung bekommen, sondern dann muss dieses Geld in eine Stiftung gehen und diese Stiftung muss letztendlich den Beschäftigten gehören. Die kriegen Anteil an ihrem Unternehmen, haben damit Sitz und Stimme im Aufsichtsrat und können damit Nein sagen, wenn das Unternehmen verlagert wird, können Nein sagen, wenn aufgrund höherer Profite die Leute ausgequetscht werden, können Nein sagen im Betrieb, wenn ein Unternehmen geschlossen werden soll, obwohl es rentabel ist. Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen andere Eigentumsverhältnisse in dieser Republik. Fragen, warum greift eigentlich die Regierung nicht ein? Warum akzeptiert die Regierung das, was im Bankensystem läuft? Warum akzeptiert die Regierung, dass diese Einkommensverteilung so ungleich ist? Warum senkt die rot-grüne Regierung die Steuern für die Spitzenverdiener? Warum macht die schwarz-gelbe Regierung in diesem Weg weiter? Dann gucken wir uns mal ein wenig die Geschichte an. 1975 hat der FDP-Wirtschaftsminister Friedrich und Lambsdorff dem Flick-Konzern 986 Milliarden Mark Steuern für den Verkauf von Daimler-Aktien erlassen. 1991 bekommen die CDU-Leute Weihrauch, Leisler, Kipp und Lütje auf einem Schweizer Parkplatz 1,3 Milliarden Mark Provision des Rüstungskonzerns Thyssen entgegen. 2001, SPD und Grüne führen die Riester-Rente ein. Beide SPD und Grüne kassieren zwischen 1998 und 2008 allein vom Allianz-Konzern 1,1 Millionen an Spenden. Ich bin überzeugt, liebe Genossinnen und Genossen, dass die Riester-Rente und die Spenden der Versicherungsgesellschaften keinen Zusammenhang haben. Die machen das aus purer Lust am Geld ausgeben. Ja. Die machen das ohne Gegenleistung, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann schauen wir uns mal die Spendenliste an, die wir so haben. Da haben wir
alleine aus von Deutscher Bank, Dresdner Bank und entsprechenden Versicherungs-, vom Giroverband und entsprechenden Versicherungsgesellschaften. Von 1998 bis ins Jahr 2008 eine Spendenanhäufung von 1,55 Millionen Euro. Wir haben bei den Grünen 600.000 Euro. Wir haben bei der CDU 5,3 Millionen Euro, nur aus dem Bankensektor, nur aus dem Banken- und Versicherungssektor. Wir haben bei der CSU 999.000 Euro. Wir haben bei der FDP 2 Millionen Euro. Die haben am meisten gekriegt, die waren auch am brassen. Wir haben das Problem, dass die, die Geld haben, offensichtlich mit ihren Parteispenden sich ein Wohlverhalten von Parteien, habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Aber genau, und das geht es. Genau, und das geht es. Wir haben die Tatsache, dass unsere Republik für einige ein Selbstbedienungsladen geworden ist. Und ich möchte das nochmal an einem Beispiel sagen, ist auch bekannt, ist ja Zumwinkel. Das haben wir bei der Rente, bei der Altersarmut. 20 Millionen Rentner sich auszahlen lassen. 20 Millionen Euro Rente auszahlen lassen. Jetzt lebt er in seiner Burg am Gardasee. Er braucht auch hohe Mauern, dass keiner kommt. Aber liebe Genossinnen und Genossen, ein Heimleiter eines Altenheims in Bayern, ein Heimleiter, ungefähr 55 Jahre, eines Altenheims mit 150 Betten, wo alte Menschen einigermaßen würdig versorgt werden, hat im Monat ein Einkommen von 3.800 brutto. Der muss 436 Jahre arbeiten, ohne dass er ein Geld ausgibt, dass er dann eine Rente von 20 Millionen angesammelt hat. Und wisst ihr, was das Problem ist? Die soziale Ausgewogenheit in diesem Land ist vollkommen abhängig. Vollkommen abhängig. Jetzt kommen wir ein bisschen auf die bayerische Landesregierung. Ich lese in der Zeitung, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe ja fast umgehauen heute. Ich bin darauf hingewiesen worden, da von der Eva. Da steht heute in der Zeitung, also der Seehofer, ne, der wird also gefragt, wie es ihm denn so geht jetzt bei seiner Aschermittwochrede. Und dann sagt er, er hat eigentlich keine Gegner mehr, sind alle nicht mehr da, richtig. Dann sagt er, die wirtschaftliche Kompetenz wird uns, also er meint seinen Laden, die wirtschaftliche Kompetenz wird uns in höchstem Maße zugerechnet und die soziale Verantwortung erfüllen wir in der CSU selbst. Mit wem soll ich mich also beschäftigen? Also, als ich das gelesen habe, einmal bei der wirtschaftlichen Kompetenz. 3,7 Milliarden Euro hat die Bayerische Landesbank ausgegeben für die Hypo Alpe Adria, Hypo Alpe Adria. 3,7 Milliarden Euro. Wir haben jetzt die Kärntner. In Kärnten kriegt jetzt jeder Bürger, der des Jahrgangs 1991 1.000 Euro für seine Bildung ausgezahlt vom Staat. Das haben wir bezahlt. Ja. Also das ist eine echte Sozialpolitik, was wir da machen. Eine echte Sozialpolitik. Ich kann sagen, liebe Kollegen und Kollegen, lasst uns nach Kärnten in Urlaub fahren, unser Geld ist doch schon da. Unser Geld ist doch schon da. Und das ist die wirtschaftspolitische Kompetenz dieser Bundesregierung, dieser Landesregierung. Die wirtschaftliche Kompetenz dieser Landesregierung kann man nachvollziehen, wenn wir uns mal bei der Bayerischen, Landesbank mal ein wenig die Chronologie anschauen. Am 12.02.2008 sagt Hubert, kennt ihr den noch? Er sagt, es gibt keine belastbaren Zahlen. Am 13.02., einen Tag später, sagt die Bayern LB, es gibt Belastungen von 1,9 Milliarden. Hubert gesagt, alles in Ordnung. Hohe wirtschaftspolitische Kompetenz. Dann sagt er, am 17.03., also ein Monat später, es gibt einen Korrekturbedarf, die Höhe ist ungewiss. Sagt Beckstein, ungefähr 4 Milliarden und
Beckstein kennt er auch nicht, war mal kurzzeitig Ministerpräsident. Der Zeit hier wieder noch viel. Dann am 3.4. sagen Sie, es gibt Belastungen von 4,3 Milliarden. Dann im Mai 2008 gibt es einen Untersuchungsausschuss, der erklären soll, ob Huber gelogen hat. Inzwischen ist man bei einer Belastung von 5,2 Milliarden Euro. Am 19.10. sind es 5,4 Milliarden plus 1 Milliarde vom Freistaat Bayern, die eingeschossen werden müssen. Am 22.10. übernimmt Huber die Verantwortung, hätte man die Schulden übernehmen müssen, die man hat, und nicht die Verantwortung, die man geschossen hat. Kolleginnen und Kollegen, zur wirtschaftspolitischen Kompetenz der CSU, da kann man doch besser zu Hütchenspielern geben, als denen 10 Euro anzuvertrauen, liebe Genossinnen und Genossen. Sie können mit Geld nicht umgehen in der bayerischen Staatsregierung und schon gar nicht in Ihrer Bank, liebe Genossinnen und Genossen. So, jetzt streiten die mit der FDP wie die Pferdehändler. Der Zeil sagt, die anderen taugen nichts, der Seehofer sagt, die anderen taugen nichts. Und dann sagen sie nach außen, wenn sie darauf angesprochen werden, wir arbeiten hervorragend zusammen. Ja, mein Gott, liebe Genossinnen und Genossen, muss man denn in Bayern wirklich so eine Regierung haben? Ich bedauere es auch zutiefst, dass man bei der bayerischen Landtagswahl vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, ist ja schon wieder her, damals nicht reingekommen sein. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sage aber auch jetzt, was die Bayern angeht. Auch die Bayern, gerade die Bayern, ein wunderschönes Land, schöne Seen, schöne Wälder, schöne Berge. Warum brauchen wir eigentlich diese CSU? Amigo-Partei, die momentan versucht zu klären, warum sie von Höhenflügen knapp 60% auf deutlich unter 50 abgestürzt ist. Ja, warum, liebe Genossinnen und Genossen? Weil auch diese Partei eben nicht das tut, was sie sagt. Ich habe am Samstag den Seehofer gehört auf einer Veranstaltung, der hat über Sozialpolitik geredet, ich bin hinterher zu überhilfen und sagt, ja Seehofer, wir haben ein Problem. Entweder ich oder Sie sind in der falschen Partei. Ja. Und die haben Sozialpolitik geredet. Das Problem ist, es bleibt beim Reden. Es folgen keine Taten. Und wenn der Seehofer nun hergeht und sagt, er ist dafür, dass man eine Finanztransaktionssteuer einführt, was auch ein Vorschlag der Linken ist im Übrigen, die schreiben ja bei uns ab, ohne dass sie rot werden. Sollen sie auch. Das ist ein richtiger Vorschlag. Aber ich frage mich, wenn der Seehofer dafür ist und an den Koalitionsvereinbarungen in der Bundesrepublik am Tisch sitzt, warum haben Sie es dann nicht reingeschrieben in den Koalitionsvertrag? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder die CSU wird nicht mehr ernst genommen oder Sie erzählen den Bürgern ganz was anderes als das, was Sie in der Regierung tun, liebe Genossinnen und Genossen. Und das Zweite, glaube ich, das ist die Wahrheit. Sie schreiben bei uns ab, und dann möchte ich noch mehr auf den Vorgang eingehen. Ich kann mich noch erinnern, letzte Legislaturperiode im Bundestag. Mit was sind Sie denn hier rumgelaufen in Bayern? Mit einem Plakat, da stand drauf, Kilometerpauschale, jetzt könnt ihr euch erinnern. Ganz Bayern haben Sie vollgeklebt. Sie wollte uns runterziehen, ist aber Sachbeschädigung, ich habe es dann gelassen. Aber ich habe so ein Plakat fotografiert und es mitgenommen in den Deutschen Bundestag. Und dann habe ich hier ein gemeinsames Linke einen Antrag gestellt, im Deutschen Bundestag. Kilometerpauschale jetzt, haben wir draufgeschrieben. Lasst uns doch das umsetzen, für was die CSU in Bayern Wahlkampf macht. Wir sind auch dafür. Die SPD hat gesagt, sie ist auch dafür. Alle waren dafür. Und wisst ihr, was passiert ist? Die CSU hat im Bundestag gegen das gestimmt, was sie in Bayern plakatiert hat. Wir sind ja nun in einem katholischen Land. Und der Katholizismus hat ja einen großen Vorteil, im Gegensatz zu den Evangelischen, die haben einen Nachteil. Die Evangelischen, wenn sie Sünden haben, die leiden ihr ganzes Leben unter ihren Sünden. Sie werden die Sünden einfach nicht los.
Jetzt stellt euch mal vor, in der CSU werden sie alle evangelisch. Bei diesen Sünden. Die müssen das ganze Leben gepflückt durch das Leben laufen, vollkommen fertig wegen ihrer Sünden, wegen ihrer Lügen, wegen ihres Populismus, wegen ihrer Heuchelei. Aber sie haben einen Vorteil. CSU, sie gingen bei den Katholischen in den Beichtstuhl, sehen Vater unser, alles ist vorbei. Aber wo es dann zu viel wird, wird es zu viel, liebe Genossinnen und Genossen. Sie schreiben bei uns ab, aber leider nicht immer. Und an der Vorpunkte verhalten Sie sich absolut gegen die bayerische Verfassung. Und da möchte ich noch einen Paragrafen zitieren, das ist der Paragraf 123. Und der ist besonders interessant, weil er deutlich macht, dass die CSU mit der bayerischen Verfassung nun wirklich überhaupt nichts mehr macht. Ich lese euch den mal vor. Da heißt es, die Erbschaftssteuer. Erbschaftssteuer. Alles wörtlich auf der bayerischen Verfassung. Ist also nicht als unser Wahlprogramm oder so. Da könnte das aber auch stehen. Aber es ist tatsächlich die bayerische Verfassung. Die Erbschaftssteuer, heißt es dort, dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Und ich frage von der Stelle, was hat die CSU in Bayern die letzten 40 Jahre gemacht, um diesen Paragraphen umzusetzen, liebe Genossinnen und Genossen? Nichts hat sie gemacht. Das Gegenteil machen sie. Sie macht eine Erbschaftspolitik, wo die Leute, die ihre Villen am Starnberger See vererben wollen, geschützt werden. Sie macht eine Erbschaftssteuer, dass Leute, die große Vermögen haben, nicht mehr sich am Staat beteiligen müssen. Das ist vollkommen arbeitsloses Einkommen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist eigentlich die Dekadenz, von der Westerwelle spricht. Da muss man ran an das Geld. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist ja nicht der erste Fall, und auch nicht nur in Bayern, dass die Regierung gegen das Grundgesetz verstößt. Wir hatten die Situation, dass unser Bundespräsident, der Bundesvorsteher, mehrmals Gesetze, die im Parlament erlassen worden sind, nicht unterschrieben hat, weil er selbst die Verfassungsmäßigkeit bezweifelt hat. Das war bei der Privatisierung der deutschen Flugsicherung, beim Verbraucherinformationsgesetz, bei dem Grundlagenvertrag von Lissabon. Jetzt haben wir einen ganz besonderen Fall, liebe Genossinnen und Genossen, und das sind die Hartz-Gesetze. Wir haben als Linke immer gesagt, Hartz muss weg. Wir haben immer begründet, das ist unwürdig. Wenn Menschen mit 300, damals waren es nur 341 Euro Regelsatz, leben müssen. Und es ist auch heute unwürdig, wenn der Betrag kurz über 350 Euro liegt. Wir haben immer gesagt, es ist unakzeptabel, wie es den Kindern in Hartz-Familien geht. Weil damit Armut von den Eltern auf die Kinder vererbt wurde. Wir haben das immer angezweifelt. Alle anderen Parteien haben gesagt, das ist Populismus. Alle anderen Parteien haben uns heftig dafür beschimpft. Alle anderen Parteien haben uns im Bundestag angefeindet wegen unserer Position. Und jetzt hat das höchste deutsche Gericht festgestellt, Rot, Grün und Schwarz-Gelb machen verfassungsfeindliche Gesetze, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Grund. Und Sie haben gesagt, und das ist schon besonders bemerkenswert, Sie haben gesagt, sofort haben die Betroffenen mit Verkündung dieses Urteils Anspruch auf Sonderbedarfe, die sie geltend machen können. Und sie haben gesagt, bis ins Jahr 2010 muss dieses Gesetz auf eine andere Grundlage gestellt werden. Nämlich die Regelsätze müssen für die Menschen vernünftig berechnet werden, insbesondere auch die Regelsätze für Kinder. Und dieses Geschwafel, liebe Genossinnen und Genossen, ich kann es mir hören, Bildung ist das höchste Gut und Bildung, alle müssen sich bilden. Und dann haben die bei der Berechnung der Kindersätze für Kinder null Bedarf eingerechnet, liebe Genossinnen und Genossen. Ein Skandal. Sie lügen das Volk an, wie es höher nicht mehr geht. Und wenn die so groß werden, wie sie lügen, können sie den Mond umarmen. Das ist die Und jetzt ist es ja, also ich habe ja gestaunt, ich war in Karlsruhe dabei bei dieser Urteilsverkündung und dann sehe ich da vor mir sitzen die Kollegin von der Leyen, unsere Ministerin jetzt für Arbeit und Soziales
Und dann sagt sie, ein bahnbrechendes Urteil, insbesondere gut für Kinder. Die SPD sagt, ein Urteil, das man praktisch mehr oder weniger erwartet hat. Die Grünen, alle freuen sich über dieses Urteil. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wisst ihr, das waren alle die, die das, alle die jetzt dieses Urteil bejubeln, haben diesen verfassungswidrigen Zustand herbeigeführt. Ja. Das ist der Punkt. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Jetzt wollen sie dafür gelobt werden, dass sie die ein oder andere Verbesserung an diesen Hartz-Gesetzen durchführen. Da wollen sie gelobt werden. Wisst ihr, wie mir das vorkommt? Das kommt mir vor wie einer, der sein Haus angezündet hat und dann eine Medaille will, weil er als Erster die Feuerwehr gerufen hat. Und nun haben wir natürlich in dem Zusammenhang eine hohe, eine deutliche Reaktion in der Öffentlichkeit von allen möglichen Politikern zu dieser Geschichte. Herr Weiß, Spitzenpolitiker der CDU, sagt inzwischen, die Ausgaben des Staates dürfen nicht erhöht werden. Dann sagt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsbundestagsfraktion, Herr Weiß, eine Reform sollte aus meiner Sicht zu niedrigeren Sätzen führen. Dann sagt ein anderer, der ebenfalls sich dazu äußert, der FDP-Bundestagsabgeordnete Martin Litten aus Bayern, er warnt von der Anhebung der Hartz-IV-Bezüge, weil dann immer weniger Menschen arbeiten wollen. Wörtlich fügt er nach Angabe des Senders NTV hinzu, ich möchte nicht, dass wir über ein neues System Anreize schaffen, dass man übers Kinderkriegen Geld verdient. Genossinnen und Genossen, das ist inzwischen der Zustand in unserem Land. Und dann kommt unser Westerwilli, der sagt dann, wer anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spät römischer Dekadenz ein. Liebe Genossinnen und Genossen, wer ist denn eigentlich dekadent? Wer war denn im alten Rom dekadent? Waren es da die Sklaven, die umsonst arbeiten mussten bis zum Umfallen? Das ist ja die, um die er hier redet. Es ist ja, sind ja die an der untersten Skala der Gesellschaft stehen. Die Leute, die ihren Job verloren haben, die nach einem Jahr im Arbeitslosengeld 2 Bezug sind, über die redet er. Es waren in Rom die politische Elite, die gesoffen, gehurt war, hat, bis zum Abwinken. Und er spricht von Dekadenz? Ja, wen meint er denn da? Wenn er wirklich Dekadente finden will in dieser Gesellschaft, dann soll er zu denen gehen, die ihr Geld in die Schweiz und nach Liechtenstein abführen. Und ich sage, es ist mit der Verfassung nicht mehr zu vereinbaren, was da von dem ein oder anderen geäußert wird. Warum hat denn das Verfassungsgericht entschieden, dass diese Hartz-Gesetze nicht akzeptabel sind? Sie haben aus 2 Gründen so gesagt. Sie haben gesagt, es ist nicht mit dem Sozialstaatsgebot vereinbar und mit der Würde des Menschen. Also mit einem der wichtigsten Artikel in unserem Grundrecht. Das ist nicht irgend so ein Artikel, den man vielleicht nicht kennt, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Regierungen, Rot, Grün und Schwarz-Gelb, gehen an die Würde des Menschen. Und jetzt haben Sie ein Urteil. Das ist eine dreifache Watschen, links, rechts und nochmal links, liebe Genossen, die die gekriegt haben. Und jetzt sagen Sie, das darf man eigentlich nicht umsetzen, weil der, der arbeitet, ja mehr haben muss, als der, der nicht arbeitet. Ja, Genossinnen und Genossen, da haben wir noch gar nichts dagegen. Dann muss man den Mindestlohn endlich einführen. Sie wollen keine Mindestlohn. Sie wollen was anderes. Sie wollen sittenwidrige Löhne. Sittenwidrige Löhne sollen verboten werden. Da muss man ehrlicherweise sagen, sie wollen sie nicht, sie sollen verboten werden. So, und was heißt sittenwidrige Löhne? Sittenwidrig wäre ein Lohn nach dem, was sie haben, dann, wenn er 30% unter dem ortsüblich bezahlten Lohn in einer Gegend, in einer Region. 30% drunter, dann erst wäre er sittenwidrig, dann wäre er verboten.
Jetzt wissen wir, dass eine Floristin in Sachsen-Anhalt ungefähr 4,50 Euro in der Stunde kriegt. Jetzt. Das ist der übliche Lohn in einer Region. Das heißt, deren Lohn soll noch um 1,50 Euro abgesenkt werden auf 3 Euro, bevor der sinnvolle Lohn greifen würde. Das, was die machen, liebe Genossinnen und Genossen, ist ein Aufruf zur weiteren Lohnsenkung. Das ist ein Skandal, liebe Genossinnen und Genossen. Der Westerwelle sollte mal für 10 Jahre bei 3 Euro in der Stunde sein. Dann hört der Spuk auf. So, und vielleicht kommt noch ein Wort zu Hartz. Hartz, und ich sage das immer wieder, Hartz hat nicht nur den Punkt, dass die Leute unwürdig behandelt werden. Ja, das ist der Skandal. Aber Hartz hat einen zweiten Sinn. Und der zweite Sinn bei Hartz ist ein anderer. Der ist, dass Löhne gedrückt werden. Über Hartz werden Löhne gedrückt aus zwei Gründen. Erstens, die Menschen haben inzwischen so viel Angst vor Arbeitslosigkeit, so viel Angst vor diesem System, dass sie bereit sind, Löhne zu akzeptieren, die weit unter den üblichen Löhnen in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Branche sind. Weiterum, ich habe selber in der Region bei mir einen Fall, auch von der Firma Schäffler, wo die Firma Schäffler, wo die Frau Schäffler jetzt Geld vom Staat will, eine Belegschaft gesagt hat, wenn ihr nicht bereit seid, 5 Stunden in der Woche umsonst zu arbeiten, dann wird der Betrieb deinvestiert und im Ergebnis dieser Deinvestition verliert ihr eure Jobs. Dann waren die Leute, obwohl wir alle dagegen waren, obwohl die 80% gewerkschaftlichen Organisationsgrad haben, die haben sich, die Beschäftigten dort, auf diese widrigen Löhne eingelassen. Nicht, weil sie alle bescheuert sind, liebe Genossinnen und Genossen, sondern weil mir die Leute gesagt haben, Klaus, du kannst mir viel erzählen, wenn ich mit 50 meinen Job verliere, bin ich mit 51 im Hartz-System und mit 51 im Hartz-System bekomme ich nichts. Ich muss erst mal mein Häuschen verkaufen, es ist zu groß und dann kriege ich immer noch nichts, weil meine Frau vielleicht noch Geld verdient. Und das mit 50 und nach 35 Jahren Arbeit, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Sinn vom Arzt, vom Herz. Sie wollen, dass die Löhne so weit nach unten gehen, dass jetzt bin ich wieder bei Siemens, an die Profite nach oben gehen. Das ist der eigentliche Sinn von Herz, liebe Genossen. Zu tun. Sie müssen Löhne akzeptieren, die Betroffenen, egal in welcher Höhe, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Und sie haben selber nicht mehr die geringste Verhandlungsmacht, das zu beeinflussen. Und das hat auch was mit der Würde des Menschen zu tun. Dass man zumindest seinen Lohn mitverhandeln kann. Dass man sagen kann, nein, ich bin nicht bereit, zu 1 Euro zu arbeiten. Nein, ich bin nicht bereit, für 2 Euro zu arbeiten. Dass man verhandeln kann mit seinem Arbeitgeber. Ja, der Arbeitnehmer ist immer in einer schlechteren Lage. Insbesondere, wenn er es alleine macht und nicht gewerkschaftlich organisiert ist. Das ist immer eine schlechte Nacht. Aber ja, zumindest jeder andere Mensch hat die Möglichkeit zu sagen, nein, für 1 Euro arbeite ich nicht. Ein Hartz-Bezieher hat es nicht. Der muss diesen Lohn akzeptieren, weil er sonst seine Existenz beraubt wird. Und ich sage, auch das ist verfassungswidrig, Leute zur Arbeit zu zwingen, weil sie sonst verhungern. Auch das ist nicht akzeptabel. Ja. Von diesen freien Demokraten, die ja vollkommen unabhängig und ohne Auftrag ihre Politik machen. Und das ist der Rösler. Jetzt haben wir ja nun die Riesenchance, dass wir eine Kopfpauschale kriegen. Und jetzt will ich euch noch mal zwei Beispiele sagen, was diese Kopfpauschale bedeutet. Die Kopfpauschale bedeutet, dass jeder den gleichen Betrag für seine Krankenversicherung bezahlt. Vorher hat Eva schon gesagt, was denn bei dem einen oder anderen, oder Sarah war es, dass die Sekretärin dann genau dasselbe Geld bezahlt, als wir der Chef in dem Land. Genossinnen und Genossen, das Ergebnis dieser Kopfpauschale wäre, wenn sie so eingeführt würde, dass 80% der Rentner Zuschüsse des Staates beantragen müssten und könnten, damit sie überhaupt diese Kopfpauschale bezahlen können. 80% der Rentner wären berechtigt, Zuschüsse des Staates zu verlangen bei der Einführung dieser Kopfpauschale. Das ist Hartz IV im Gesundheitswesen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das wollen wir nicht. Alle, die unter 1.800 Euro bezahlen, wären staatlich zuschussberechtigt. Wisst ihr, was das kostet? Jetzt könnt ihr nochmal den Seehofer zitieren. Das mache ich auch. Den Seehofer, der hat nämlich da auch was dazu gesagt. Er sagt, es kann nicht sein, dass der Durchschnitt, also zur Kopfpauschale, es kann nicht sein, dass der Durchschnitt mehr zahlen muss, damit einige Spitzenverdiener weniger zahlen.
Die Kopfpauschale bedeutet, dass der Staat noch stärker mitzahlen müsste. Wir haben eben über die Haushaltszahlen geredet. Die Einführung der Kopfpauschale mit einem Sozialausgleich in zweistelliger Milliardenhöhe ist objektiv unmöglich. Ja, Himmel, Herrgott, Sakrament, warum haben Sie es dann vereinbart in der Koalitionsverantwortung? Bitte, Herr. Mir kommt es langsam vor, die bayerische CSU, wie der bayerische Löwe am Anfang und nach den Verhandlungen, seien Sie ein Kuschelpudel. Das ist die Realität. So schaut die CSU aus. Liebe Genossinnen und Genossen, man darf nicht darüber hinwegsehen. All das, was wir haben, ist letztendlich von der SPD mitverursacht worden. Die SPD war der Türöffner für diese unsoziale Politik. Was wäre passiert, wenn unter der Zeitpunkt einer schwarz-gelben Regierung die Rente in der Form privatisiert worden wäre, wie sie privatisiert wurde? Was wäre passiert, wenn unter einer CDU-CSU-Regierung ein Gesetz eingeführt wurde mit Hartz? Volksaufstände hätte es gegeben, Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossen, Widerstand hätte es gegeben. Den gab es alles nicht, weil die SPD das selber organisiert hat. Und jetzt müssen wir uns über den Zustand der SPD natürlich ernsthafte Gedanken machen, liebe Genossen. Die Partei hat ja die Grundsätze aufgegeben. Sie hat keine Grundsätze mehr. Die SPD war die Partei der sozialen Gerechtigkeit vor einiger Zeit. Und wenn man diesen Grundsatz verlässt, dann ist es doch klar, dass sich die Wähler und dass sich auch die Mitglieder im Scharen von dieser Partei abwenden. Es ist ungefähr so, liebe Genossinnen und Genossen, ob der Vorsitzende eines Vegetarierclubs plötzlich zur Schlachtschüssel einlädt. Das verstehen die Mitglieder auch nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Und genauso war es mit der SPD. Und unter dieser Voraussetzung wird die SPD auch nie wieder ein ernstzunehmender Partner in dieser Republik werden. Sarah hat angesprochen, wie es ihr geht, wenn sie den jetzigen Koalition, Gabriel, oder einen von der Truppe im Bundestag hören. Der Steinmeier war es in dem Beispiel. Der tät ihr leid. Liebe Genossen, wir haben vor kurzem über Leiharbeit im Bundestag geredet. Leiharbeit ist ein Skandal. Wir wissen, Leute machen dieselbe Tätigkeit und eine gehört die Hälfte wie der andere. Und die fliegen als erstes raus, ohne Kündigungsschutz, weil sie letztendlich keinen mehr kriegen, keinen mehr haben. Und da frage ich mich, liebe Genossinnen und Genossen, wie verhält sich die SPD? Die SPD sagt, ja, Leiharbeit, ein großes Problem, Fehlentwicklungen, haben wir alles nicht gewollt. Es war die SPD, die dieses Gesetz zusammen mit den Grünen erwirkt. Die Legalisierung der Leiharbeit ist Ergebnis von Rot-Grün, liebe Genossen. So, und jetzt sagen das in der Debatte auch die Schwarzen. Die greifen die an und sagen, das habt ihr doch alles verursacht, warum seid ihr denn jetzt dagegen? Und die SPD, die wird nie mehr wieder auf den grünen Zweig kommen, wenn sie nicht eins macht, und das fordern wir auch von der SPD. Sie braucht eine grundsätzliche Überarbeitung, eine grundsätzliche Bestandsaufnahme ihrer Regierungspolitik, liebe Genossinnen und Genossen. Die müssen Buße tun für den Unfug, den sie angerichtet haben, liebe Genossinnen und Genossen. Sind. Da gibt es einen schönen Satz, der heißt, wenn man sich dreht und wendet, wird man von denen nicht erkannt, wo man herkommt, und von denen nicht akzeptiert, wo man hin will. Und die SPD hat sich gedreht und gewendet und jetzt dreht sich wieder. Nein, sie muss eine grundsätzliche Wende ihrer Politik verursachen. Sie muss grundsätzlich mit ihren Mitgliedern ins Gespräch kommen. Sie muss grundsätzlich sagen, es war falsch, diese Sozialpolitik zu machen, die letztendlich die Armen ärmer macht. Es war falsch, die Reichen zu entlassen. Es war falsch, Kriegseinsätze in Afghanistan einzuleiten. Es war noch immer die SPD, die anderen machen doch jetzt nur mit. Und es war falsch, liebe Genossinnen und Genossen, den Menschen eine Rente zuzumuten, dass sie bis 67 arbeiten müssen, ohne dass sie es aushalten können und ohne zu wissen, wo sie bis 67 einen Job kriegen sollen. Es ist dasselbe Personal wie vorher. Müntefering, liebe Genossin, Müntefering. Man mag ihm ja jetzt seine Altersruhe wünschen, aber der hat einen Satz gesagt, ich komme noch gut, er hat gesagt, Opposition ist Mist. Liebe Genossin, Genossin, das muss nicht immer richtig sein. Bei manchen ist auch das Regieren Mist und bei der SPD. Und dann sage ich euch,
euch unter solchen Voraussetzungen müssen wir aufpassen, dass ihr nicht selber das reproduziert, was uns andere einreden. Manchmal rede ich mit Genossen, dann höre ich das, was in der Zeitung steht, obwohl die Realität ganz anders ist. Und wenn ich dann mit dem diskutiere, dann sagt er, ja, eigentlich hast du recht. Liebe Genossen, lasst uns genau hinschauen, wie die Realitäten wirklich sind. Und zur Regierungsbeteiligung ein ganz klares Wort. Selbstverständlich wollen wir regieren. Aber nur mit den richtigen Inhalten, liebe Genossen. Ja. Nur mit den richtigen Inhalten. Und die sind für uns unverzichtbar. Auf die möchte ich nochmal kommen. Das heißt, erstens, kein Personalabbau und kein Sozialabbau im öffentlichen Dienst und keine weitere Privatisierung, liebe Genossen. Warum sich da die SPD so geniert bei diesem Punkt? Warum die da so zupft? Jetzt höre ich, dass der Ramsauer, der Verkehrsminister, jetzt sagt er, er ist jetzt gegen eine Privatisierung der Bahn, weil er dagegen ist, öffentliches Eigentum zu verschleudern. Warum sagen die es nochmal nicht? Die Sozis, das können sie doch auch. Da wird ja noch kein Zacken aus der Krone fallen. Wenn die nicht aufpassen, überholt ja die CSU in Bayern links, wenn die so weitermachen. Und ich kann nur sagen, ein weiterer wichtiger Punkt, wo wir sagen, ohne den wir es nicht gehen, wir wollen, dass diese Hartz-Gesetze zurückgenommen werden und zu einer vernünftigen Grundsicherung für Menschen gestaltet werden, die unabhängig davon, ob sie arm oder reich sind, in dieser Gesellschaft am Leben teilhaben können. Das hat nämlich das Bundesverfassungsgericht entschieden, liebe Genossen. Weiter, wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn. Und die SPD rennt zurzeit durch die Gegend, als hätte sie dieses Thema erfunden. Im Deutschen Bundestag haben wir Anträge gestellt zur Einführung des Mindestlohns. Die Sozialdemokraten haben immer dagegen gestimmt, gegen das, was sie sonst behaupten. Auch das ist die Wahrheit. Und wir sagen, die Kriegseinsätze in Afghanistan, die müssen beendet werden. Alle anderen bewegen sich auf uns zu. Auch bei der Frage der Kriegseinsätze. Jetzt diskutieren alle über einen Ausstiegstermin. Die einen natürlich irgendwann, die anderen machen es konkret. Besonders witzig ist jetzt die SPD. Die sagt, ja, wir denken auch dran, Ausstieg. Vor allen Dingen dann, wenn die Amerikaner aussteigen. Dann sollten wir aussteigen. Ja, haben die vor, dass sie noch drin bleiben, wenn die Amerikaner schon weg sind. Also das ist ja wirklich teilweise nicht mehr zu fassen, was da an politischen Positionen vertreten wird. Alle anderen bewegen sich auf uns zu. Rüttgers sagt jetzt in Nordrhein-Westfalen, Hans muss grundsätzlich überarbeitet werden. Inzwischen gibt es in der SPD die Ersten, die sagen, ja natürlich muss man an der Rente was machen. Liebe Genossinnen und Genossen, in dem Moment, wo wir unsere Positionen aufgeben würden in diesen Fragen, würden sich die anderen wieder in die andere Richtung bewegen. Deshalb muss die Linke so bleiben, wie sie ist. Und das heißt, klar und deutlich ihr sozialpolitisch und friedenspolitisches Profil nach außen vertreten und keinesfalls wackeln, Kollegen und Kollegen. Je stärker die Linke ist und je klarer die Linke bei ihren Positionen bleibt, umso mehr werden sich auch die anderen Parteien nach links bewegen. In dem Moment, wo wir aufhören mit unseren politischen Positionen, weich werden, guck ihr ein bisschen, mach du ein bisschen, fertig ist das Kompromissal oder so. Ne? Das, liebe Genossinnen und Genossen, das wäre der Tod der Linken. Und das wäre vor allen Dingen zum Nachteil der Menschen in dem Land. Wir haben das Land aus der Opposition raus massiv verändert. Wir haben es nicht nötig, in eine Regierung zu gehen und dabei unsere Grundsätze aufzugeben. Und da sage ich auch, da haben wir an verschiedenen Punkten unterschiedliche Einschätzungen gehabt, was man in einen Koalitionsvertrag reinschreibt und möglicherweise auch nicht. Und wir hatten auch unterschiedliche Einschätzungen über die Frage, was wir jetzt in der Regierungspolitik machen. Aber eins ist für die Linke auch klar. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, als Gesamtpartei, dass dort, wo wir regieren, das auch zu einem Erfolg wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und da hat es keinen Sinn, den eigenen Leuten nur von hinten, sondern über die Rübe zu ziehen.
Und jetzt will ich mal zwei Beispiele machen aus Berlin, wo ich sage, ja, da bin ich stolz drauf, dass die Berliner das anständig machen. Nehmen wir einen Punkt, das betrifft die Harzleute. In Berlin, Berlin ist sozusagen angeklagt worden, vor den Kadi gezogen worden, weil sie die Kosten für Unterkunft bei Arbeitslosengeld 2 Bezieher höher berechnen, als es offensichtlich das Gesetz hergibt. Die Berliner haben das nicht geändert, sondern haben das weitergemacht. Bis sie vor den Kadi gezogen wurden, sie haben vor den Kadi verloren. Das Recht hat gesprochen, haben gesagt, das, was Berliner macht, dass sie die Harzleute besonders begünstigt, das ist eigentlich nicht in Ordnung, hat das Gesetz gesagt. Und ich sage euch, ich bin froh, dass die Berliner Landesregierung das so gemacht hat. Genauso stelle ich mir das vor. Ausreißen unsere Gesetze, ausreißen. Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen, der betrifft das Arbeiten, das betrifft die Leiharbeit. Dort ist es so, dass es Verträge gibt der sogenannten christlichen Gewerkschaften. Die sind unter die, am niedrigsten Niveau. Jetzt hat die Landesregierung in Berlin geklagt und hat festgestellt, vor Gericht hat sie Recht bekommen, sie haben festgestellt, diese Tarifverträge der Christengewerkschaften entsprechen nicht dem Gesetz, weil diese Christengewerkschaften gar nicht tariffähig sind. Sie sind gar nicht in der Lage, einen Tarifvertrag zu machen. Im Ergebnis, wenn es jetzt in der dritten Instanz bestätigt wird, haben wirklich Hunderttausende von Leiharbeitern Anspruch auf höhere Löhne, auf Nachzahlung ihrer Löhne. Weil dann gilt Inkompetenz. Ja, das macht Sinn. Unter solchen Voraussetzungen macht es Sinn. Aber ich bleibe dabei, Grundsätze in Regierungspositionen aufzugeben, das würde der Tod der Linken sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, und deshalb dürfen wir das nie machen. Kolleginnen und Kollegen, wir stehen vor einer großen Debatte in unserer Partei, nämlich um ein Programm. Fälschlicherweise wird immer gesagt, wir hätten keins. Da muss ich sagen, die das behaupten, haben keine Ahnung, denn sie haben noch nie ins Parteigesetz geguckt. Ich war ja in den letzten Jahren in der Situation, zweimal eine Partei mitzugründen, die WASG und dann die Linke. Und da weiß ich, dass im Parteigesetz steht, was eine Partei braucht, bevor sie überhaupt zugelassen wird zur Wahl. Nämlich unter anderem eine Satzung und ein Programm. Nachdem wir zugelassen sind, kann jeder feststellen, wir haben ein Programm. Es heißt bei uns noch anders, es heißt programmatische Eckpunkte. Jetzt geht's in die Programmdebatte. Und wir werden natürlich unseren weiteren Kurs bestimmen, liebe Genossinnen und Genossen. Da werden wir Zielvorstellungen entwickeln für die Zukunft, aber auch ganz konkrete Dinge vorschlagen, wie wir unmittelbar die Realität der Menschen in unserem Land verändern. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, das macht die Linke stark. Und da möchte ich mit einem Spruch enden, den mir meine Mutter mal gesagt hat und die oft auch bei den innerparteilichen Debatten vielleicht ein wenig zu kurz kommt. Das ist der Dachdecker. Der ist am Dach und rutscht runter. Und rutscht und rutscht und rutscht und rutscht. Und er droht abzustürzen. Und dann geht unten der Pfarrer vorbei. Der guckt hoch und sagt, halte dich an Gott, mein Junge. Dann sagt der Dachdecker, ich bin froh, wenn ich die Dachrinne erwische. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen uns vor allem auch um die Dachrinnen kümmern, Kolleginnen und Kollegen. Das ist das, wo die Zustimmung für die Linken erfolgt. Sie erfolgt in unseren ganz konkreten, Vorschlägen zur Verbesserung der Situation der Menschen in unserem Land. Das macht die Menschen stark, das macht uns stark als Linke und das ist unsere Daseinsberechtigung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte schließen, da wir in Bayern sind, mit einem Zitat des heiligen Augustinus. Der heilige Augustinus hat gesagt, ein Staat, der sich nicht durch Gerechtigkeit definiert, ist nur eine große Räuberbande. Und wir müssen verhindern, dass der Staat eine große Räuberbande wird. Danke fürs Zuhören.